Ah, hallo Freunde des Lichts, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Bei uns regnet es jetzt hier schon tagelang. Tag und Nacht. Und das ist genau die richtige Gelegenheit, um dem Mythos mal nachzugehen. Kann man denn, wenn alles nass ist draußen, überhaupt ein Feuer erzeugen? Ein Feuer anmachen? Ohne Streichhölzer oder sonstige Sachen? Schauen wir uns das doch mal an. Ich habe hier Buchen und Fichten und Tannen gemischt hier in dem Waldstück. Mal schauen, ob wir da was finden. Dabei habe ich ein Messer und einen Feuerstahl. Mache ich nicht so gern. Ich habe natürlich noch mehr dabei, okay? Ich habe auch noch meine Axt dabei, ich habe noch meine Säge dabei. Und ich hau nicht gern mit irgendwelchen Holzprügeln auf dem Messer rum. Das mache ich nicht gern. Aber jetzt spielen wir einfach mal die Situation durch. Ich habe auch jede Menge Zeug zum Feuer machen dabei. Ich habe Feuerzeug, Sturmfeuerzeug. Ich habe Birkenrinde, anderen Zunder, Vaseline, gedrängte Watte und schieß mich tot alles. Gehen wir davon aus, ich habe es nicht dabei. Und es ist arschkalt. Wir schlottern, wir frieren, haben nur einen Feuerstahl und ein Messer dabei und wollen jetzt ein Feuer machen. Da schauen wir mal, ob wir fündig werden. Natürlich zwei Planen, logisch, die habe ich immer dabei, wenn es regnet oder einigermaßen nach Regen aussieht. Die habe ich jetzt wieder dabei. Die eine Plane habe ich an und die andere habe ich hinten drin. Also suchen wir mal irgendwelche Materialien. Da drüben sehe ich Nadelbäume stehen. Also werde ich mal schauen, bei Nadelbäumen kann man in der Regel immer irgendwas Verwertbares finden. Boah, der Waldboden ist so weich, ich sink total ein. Ist alles sehr, sehr nass hier. Oh, da ist ein Bildwechsel. Hier liegen zwar viele Äste am Boden rum, aber die sind wirklich total nass. Erstmal suche ich mir ein Plätzchen, wo ich meine Plane aufbauen kann. Ich denke, hier zwischen den zwei Bäumen dürfte es gut sein. Also schütteln wir erstmal den Baum ein bisschen frei. Ja, es regnet. Naja, geht. Dann hängen wir den Rucksack auf und dann geht's weiter. So, jetzt habe ich innerhalb von 3 Minuten schnell meinen Stehschelter aufgebaut. Der Stehschelter, mal ein bisschen auf Abstand gehen, sieht so aus. Ich habe die Hauptleine von Baum zu Baum gespannt, das seht ihr auch in dem Videotipp Stehschelter oder im Video Stehschelter. Bei dem Wetter setzt man sich am besten nicht gleich auf den Boden, das ist alles hier quatschig nass. Und habe dann meinen Rucksack, den ich zuerst mal am Baum hängen hatte, nach innen an das Hauptseil, an die Hauptleine hingehängt. Das ist eben der Vorteil, wenn man eine Hauptleine mit hat, die hält das alles aus. Und damit auch jeder glaubt, dass ich auch jede Menge anderen Zunder und anderes Anzündmaterial dabei habe. Hier haben wir Birkenrinde. Sturmfeuerzeug. Rangerbänder ohne Ende. Nochmal ein Feuerstahl mit drin. Papiertaschentücher, dann ist das Survival Kit, habe ich auch mit dabei. Da sind auch jede Menge Anzündmöglichkeiten mit drin, also an dem liegt es auf gar keinen Fall. Trotzdem werden wir uns auf das Einfachste runter reduzieren. Ich habe auch hier drin in meinem Rucksack mein
Axt. Mit der ich lieber arbeite. Ich habe auch noch meine Säge hier drin. Aber trotzdem wollen wir es mal einfach nur mit dem Messer probieren. Unsere Werkzeuge sind jetzt mal ganz alleine. Messer und Feuerstahl. Dann begeben wir uns mal auf die Suche. Bei normalem Wetter oder im Sommer laufe ich nicht so sehr gerne solche Wildpfade entlang, solche Wildwechselstrecken, weil die sind an sich ziemlich übersät mit Zecken. Aber um die Jahreszeit und bei den Temperaturen geht es noch, ist die Gefahr relativ klein. Ein bisschen Holz rum, das ist schon mal ganz gut. Nicht zu alt, nicht zu neu. Puh, das wird eine scheiß Arbeit, das klein zu machen. Gehe ich halt mal dran. Noch nicht.
So, Freunde, den ersten Teil hätten wir geschafft. Für den zweiten Teil nehme ich mir so einen Stamm, der hier rumliegt. Unbedingt darauf achten, dass der innere Teil trocken bleibt. Jetzt regnet es gerade nicht mehr, wir haben eine Regenpause. Sonst müsste man es gleich unter dem Poncho oder gleich unter dem Shelter drunter legen. Oder schon das Batoning direkt unter dem Shelter machen. Das reicht. Den brauchen wir nicht mehr. Schöner Hammer. Brauchen wir trotzdem nicht mehr. Der nächste Weg ist dann, sich eine Unterlage fürs Feuer zu schaffen. Aber diese Hölzer sind jetzt nur von der Rinde befreit. Das ist ein Fehler. Die Hölzer müssen aussehen. Na komm, die Scharfstellung will man wieder nicht. Komm, jetzt lass mich mal im Stich. So, jetzt ist besser. Das ist richtig gemacht. Hier ist auch die feuchte Schicht vom Hölzchen weg. Das heißt also, wir müssen uns ein kleines bisschen Arbeit machen. Ist ja nicht zu viel verlangt. Es sind doch nur ein paar Hölzer. Also Freunde, ich musste jetzt erstmal meinen Poncho ausziehen. Obwohl es immer noch regnet, aber ich bin jetzt gerade hier unter meinem Shelter. Da macht es halt auch nichts aus. Alleine die Vorbereitung fürs Feuer gibt so warm, da bräuchte man eigentlich gar kein Feuer mehr. Aber ich mache trotzdem weiter. Soll ja ein Beispiel sein. So, jetzt sind die alle von der feuchten Außenhülle, Außenumgebung befreit. Stufe 2 erfüllt. Stufe 3, wir brauchen, wenn möglich, trockenes Nadelholz. Ja, das knackt, das ist gut. Also die trockenen Äste von einem Nadelbaum. Die sind ganz gut für die nächste Stufe. Ja, der knackt nicht. Der ist wieder gut. Der ist auch gut. Aber das reicht mal. So, und hier kann man jetzt den Naturhobo sehen. Da gibt es auch noch ein Video über Naturhobo, wie man den baut. Hier drin die Auflage fürs Feuer und noch ein bisschen Kleinholz. Jetzt suche ich noch ein bisschen größeres Material, das man nachlegen kann, und dann ist gut. Wie ihr sehen könnt, ist es alles recht gut vorbereitet. Wir haben hier das Holz, was wir gleich noch bearbeiten werden, innen die trockenen Bereiche. Wir haben hier die Feuerstelle vorbereitet. Wir haben hier kleines Holz zum Nachlegen, mittleres Holz und etwas größeres Holz. Und da wir uns hier in einem Mischwald befinden, Mischwald zwischen Buchen und Fichten, haben wir vielleicht die Chance, dass wir ein bisschen Fichtenharz finden. Fichten werden leicht mal verletzt, auch durch die Waldarbeiter. Und dann besteht die Möglichkeit, dass wir vielleicht ein bisschen Wundflüssigkeit, also Fichtenharz, finden. Da schauen wir uns mal die Bäume etwas genauer an, und gerade die Verletzungen schauen wir uns genauer an. Es ist nicht unbedingt notwendig. Ja, hier gibt es nichts. Doch, das ist trockenes Harz. Das ginge an sich auch ein bisschen. Schauen wir mal weiter. Wir brauchen es an sich nicht unbedingt, aber es würde uns natürlich schon helfen, das Feuer zu starten. Ja, hier sieht man.
Da ist genug Harz runtergelaufen am Baum. Da ist ein paar Mal verletzt worden. Da nehme ich jetzt mal ein bisschen ab. Da brauche ich aber beide Hände für. So, jetzt habe ich da auch ein bisschen Harz abgenommen. Das reicht schon. Mehr braucht man nicht. Und jetzt schauen wir mal, was wir daraus machen können. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen Holz batonen müssen. Da ich nichts Trockenes als Unterlage hier finden kann, keine Blätter und nichts. Auch der Stein, den ich gefunden habe, der ist nicht sehr trocken, nicht trocken genug zumindest als Unterlage. Also habe ich mir aus dem Stück nochmal ein Innenteil raus batoniert. Ich glaube, mein Messer wird mir das sein Leben lang nicht verzeihen, dass ich so auf dem rumgedroschen habe. Aber für dieses Projekt jetzt muss es halt mal sein. Mache ich auch nie wieder, wenn es nicht unbedingt sein muss. Ich habe da auch so einen kleinen Klotz gefunden im Wald, der sich gut eignet als Sitzgelegenheit. So, dann können wir anfangen. Ich habe meine trockene Grundlage. Hier das Holz, das was ich gleich zu Anfang gemacht habe. Die sauberste Seite mal zu mir. Haben wir da nicht noch was? Ja. Dann werde ich gleich alle Klamotten versauen. Mein Messer hier. Dann müssen wir uns erstmal ein bisschen Zunder machen. Das Harz ein bisschen zur Seite legen. Brauchen wir nachher. Und unter die Titte. Ganz feine Raspel aus dem innersten, also quasi aus dem trockensten Bereich des Holzstücks. Das ist wunderbar. Das ist richtig eine Freude, wenn das alles wegkippt. Gleich mal aufheben, was so geht. Ich glaube, mein Sitz ist zu hoch. Muss vorsichtig machen, dass man das Zeug nicht in der Gegend rum saut. Wenn ich eine größere Auflage hätte, ging es natürlich besser. Aber das haben wir nun mal jetzt hier nicht. Das ist eine besondere Situation. Wie gesagt, seit Tagen regnet es ununterbrochen. Tag und Nacht. Bleibt doch mal stehen. Noch ein paar Schnipsel dazu. Nur die Schnipsel brauchen wir nicht zum Starten, die brauchen wir direkt nach dem Start. Ist nämlich zum Starten zu grob.
Also wir brauchen ganz, ganz feines. Dann feines. Wenn wir Harz haben, umso besser. Ist nicht unbedingt notwendig, aber kommt besser. Weil das gleiche geht auch mit Buchenholz. Das muss nicht unbedingt Nadelholz sein. Nur wenn wir Nadelholz haben können, selbstverständlich, ist doch klar. So. Hoppa! Auf ein neues. Gut, dann reibe ich erstmal ein bisschen Feuerstahl mit rein. Da kann das Feuer besser greifen. Wenn du es oft genug versucht hast und es funktioniert nicht, dann liegt es daran, dass das Holz, was du batoniert hast, dass innen doch nicht ausreichend genug Trockenheit vorhanden ist. Dann wird es jetzt Zeit, ein anderes Stück Holz zu suchen, und das mache ich jetzt mal. Wir sehen uns gleich wieder. Neues Holz, neues Glück. Dann wieder ein paar Späne so reingeben.
So, ich habe jetzt Feuer dahin gemacht, was hingehört, in den vorbereiteten Hobo. Glaubt nicht, dass es eine schnelle Sache ist, so ein Feuer anzumachen. Ich werde im Video das die ein oder andere Sequenz natürlich rausschneiden, weil es zu lange geht. Man muss sehr, sehr viele Funken geben im Feuerstahl. Der Feuerstahl nutzt natürlich schon ganz schön ab bei so einer Aktion. Aber ihr seht, auch wenn ihr wie ein Greenhorn in den Wald gegangen seid und werdet vom Wetter überrascht, ihr habt immer noch die Möglichkeit, was zu machen. Ihr könnt immer noch die Situation retten. Was ich euch damit sagen will, gebt nicht auf und benutzt euer Hirn. Nachdenken und dann handeln. Es gibt immer einen Weg. Rennt nicht wie ein scheues Reh durch die Gegend. Macht was. Und für mich gibt es dann gleich ein Käffchen. Das habe ich mir verdient. Eine tolle Kaffeemischung. Und es regnet und regnet und hört nicht auf. Aber ist mir egal. Ich habe meinen Schutz. Ich habe mein Feuer. Ein schönes Sitzkissen. Einen schönen Stuhl. Hab gleich einen Kaffee. Für mich ist die Welt in Ordnung. Also ihr seht, auch wenn ihr als Greenhorn in den Wald gegangen seid, ihr könnt als Sieger rauskommen. Hirn benutzen. Kennt jemand das Geheimnis eines guten Feuers? Na, soll ich sagen, das ist eine gute Vorbereitung. Natürlich wäre so ein Feuer mit Hobo, Feuerzeug, ordentlich im Zunder, vielleicht ein bisschen Birkenrinde dabei. Alles viel, viel einfacher gewesen. Oder ein Rangerband anzünden. Alles viel, viel einfacher, viel, viel schneller. Aber es ging jetzt hierbei darum, dass man alles vergessen hat, dass man einfach zu blöd, zu dusselig, zu schusselig war, die notwendigen Dinge mit rauszunehmen. Und man ist in eine schlimme Situation gekommen. Man muss einen Shelter bauen, weil es vielleicht zu stark regnet oder sonst irgendwas. Und dass man auch in der Situation sich behelfen kann, darum ging es. Ja, so ist richtig. Kaum steht das Kaffeewasser in den Flammen, schon fängt es langsam an zu köcheln. Ist gleich fertig. Schwimmt ein bisschen Asche mit drin rum, aber mein Gott, ist halt ein Buschkaffee. Mein Kaffee ist fertig. Ich warte noch kurz drauf, dass er lippenwarm ist. Der Regen prasselt schön vor sich hin. Mir geht's gut. Das Feuer wärmt mich. Jetzt haben wir 7:30 Uhr. Abends natürlich, nicht morgens. Das heißt, ich setze mich jetzt noch in aller Ruhe eine Stunde hier ein bisschen rum, guck dem Feuer ein bisschen zu, trink meinen Kaffee. So lässt sich's aushalten. Ist das nicht toll? Jetzt hat der Regen sogar aufgehört. Konnte ich meinen Shelter in aller Ruhe gemütlich abbauen, den Lagerplatz wieder aufräumen, die Spuren beseitigen. Kein Tropfen fällt mehr. Ja, so muss das sein. Schön, dass du bisher hier im Video mit dabei geblieben bist.
Wenn du gern darauf reagieren möchtest, was mich sehr freuen würde, gibt es drei Möglichkeiten für dich. Einmal hier unten den Button abonnieren drücken, würde mich sehr freuen. Dann hast du hier unten die Möglichkeit Like oder Dislike zu drücken. Ist beides in Ordnung. Oder ganz unten einen Beitrag reinzuschreiben in die Kommentare. Würde mich wirklich sehr freuen. Mach's!